Ja, willkommen zurück zu Let's Play Fliff. Sind wieder da und heute werden wir jetzt noch weitermachen, weil wir das letzte Mal verblieben sind bei der Rhiannon Quest. Und heute habe ich auch wieder ein, zwei Themen für euch. Und bevor wir diese besprechen, werden wir zuerst noch ein bisschen Awaken und werden da kurz das Thema eingehen, was ich auch letztes Mal in einem Video mal erwähnt habe. Und zwar das Thema, wieso dass ihr Fliff schaut. Also aus welchen Gründen zum Beispiel. Ob es aus Fun ist oder ob ihr sehen wollt, wie sich ein anderes Spiel schlägt. Davon habe ich leider in zur Zeit noch kein Feedback erhalten. Finde ich ein bisschen schade, ich hätte es gerne gewusst. Also ihr könnt immer noch gerne ein Feedback dazu geben, wenn ihr wollt, unter dieses Video. Also unter das aktuellste Fliff-Video würde ich eher sagen. Wäre nämlich dieses hier. Weil ich hätte schon gerne die Gründe gewusst. Damit ich weiß, aus welchem Grund ich überhaupt Fliff noch aufnehme. Naja, aber kommen wir zu einem anderen Thema. Aber erstmal awaken wir mal kurz durch und dann besprechen wir mal die Serverwartung, die ja am, jetzt muss ich gerade schauen, am 26.09.2017 stattfand. Und zwar habe ich ja letztes Mal gesagt, also wenn kein Event kommt, dann höre ich auf. Und ich glaube, Webzen hat es wahrscheinlich gehört. Ja, es gibt wieder mal ein Event. Aber leider halt nicht gerade ein sehr schönes. Und sag mir mal so für die Fliff-Veteranen, wenn sie jetzt hören, welches Event gerade gestartet ist, die werden jetzt langsam wieder an den Kopf fassen und denken: Oh mein Gott, Webzen, wieso? Und so spreche ich über das Secret Drop Event. Was unter anderem bei den Fliff-Veteranen als Betrugsevent abgestempelt wird, weil das ja absoluter Betrug ist. Beispiel. Ich darf dann nur nicht vergessen, das alles zu verkaufen. Schauen wir mal kurz. Okay, das ist Müll. 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 Ja, leck mich noch. Müll. Wie viel hat man aktuell? Ach ja, stimmt. Weiß es wieder. Müll. Müll. Nochmal Müll. Also heute läuft es wirklich nicht mit den Awakes. Ja. Sehr unbrauchbar. Müll. Ja, hab's erwartet. Man kriegt meistens ja eh nur Müll awake. So, wechsle mal kurz die Fenster. So. Chaos Sonic, der hat auch noch so zwei Set-Teile zum Awaken. Okay, und diese Currywurst, die sammle ich ja noch für Spielestyler nebenbei. So ein und schicke sie ihm dann, wenn ich dann wieder eine beachtliche Menge habe. Schauen wir, was da noch rauskommt. Müll. Ja. Hab's mir schon gedacht. Also eher nur Müll, Müll und nochmal Müll. So. Aber starten wir jetzt lieber mit dem Event. Mit dem Event. Ja, starten wir auch. Ne? Meint ihr, starten wir jetzt mal mit dem Rhiannon Quest wieder. Und das ist jetzt unsere heutige Aufgabe, den Brischen Key zu holen. Um eben den Gefangenen zu befreien. Das werde ich dann auch wieder mit beiden droppen müssen, weil ich mache die Rhiannon Quest ja parallel. So, und jetzt zu den Events. Also, es sollte eigentlich zwei sein, aber Webton hat es wieder mal geschafft, nämlich ein Event total zu versauen. Und zwar nämlich, es normalerweise startet ja das Secret Drop Event immer zusammen mit dem Level Up Event. Jetzt dürft ihr dreimal raten, welches Event sie versaut haben. Natürlich das Level-Up-Event, was für die meisten Spieler, die gerne leveln wollen, vielleicht noch ein bisschen was gebracht hat. Und genau dieses Event haben sie verkackt. Keine Ahnung, wie sie das wieder hingekriegt haben, aber das juckt mich auch nicht. Hauptsache Secret Drop-Event läuft, was ja gerne als Betrugs-Event abgestempelt wird, weil es eigentlich auch 50% eins ist.
Und was ihr also beim Secret Drop bekommen könnt, das könnt ihr unten in die Videobeschreibung nachlesen. Dafür verlinke ich noch einen Link zu dem Post, wo die Items mal, also zum Fliffy, aber ob die alle stimmen, das kann ich noch nicht genau sagen. Also entweder stimmen sie, was ich brauche, muss die Cap töten. Oder sie stimmen halt dann zu 50% nicht. Und zum Dauer des Events, das geht nämlich ganze 2 Wochen. Ist auch wieder ein bisschen übertrieben. Vor allem für die Leute, die dann nämlich wieder mal abgehen müssen und glauben, wenn man so unbedingt so viel farmen. Die werden da wieder ihren Fun haben und die anderen, die dann alle leer ausgehen, die beschweren sich dann, wieso kein Event kam. Ja, und so ist nämlich das Secret-Prinzip so, denn jedes Monster, ich glaube sogar schon ab Level 1, können dann Sachen droppen, die sie eigentlich normalerweise nicht droppen. Nehmen wir zum Beispiel so ein Beispiel, zum Beispiel einen Level 1 iPad würde zum Beispiel jetzt mal den Magic-Broom von Beginner droppen. Oder sagen wir jetzt mal, Captain Steamwalker droppt jetzt mal zum Beispiel. Ja, sagen wir zum Beispiel so eine Lotteriebox, die ja heiß begehrt sind. Das ist normal, dass sie gar nichts droppen, oder wie? Ja, vielleicht soll ich das Pad reinnehmen. Genau deswegen. Weil ich ja den Bridge-Kier zuerst habe mit ihm. Und ich hasse, wenn die Drops in der Luft hängen. Da muss man einfach nur gewöhnlich auf Eisen springen. Oder ein CS-Pad benutzen, dann hat man es schon. Aber für gewöhnliche Weise springt man lieber. Weil es gibt ja Leute, die haben ja nicht gerade direkt das CS-Pad bei sich. Ja, nämlich die Lotterieboxen sind nämlich so unser heiß begehrt. Und ich wette, 90% der gesamten Fliff-Community werden es auf die abgesehen haben. Und davon sind vielleicht gerade mal 20% nämlich schlau genug. Und haben deren System durchschaut, wenn sie wieder so offensichtlich ist wie beim letzten Mal. Ja. Denn ihr kennt ja das Secret-Drop-Prinzip, das habe ich ja einmal in den früheren Parts mal erklärt. Für diejenigen, die es verpasst haben, nochmal eine kurze Zusammenfassung. Und so nämlich das Secret-Drop-Prinzip folgt nämlich einem gewissen System. Okay, die Tastatur hört man wirklich noch. Also folgt nämlich dem gewissen Massensystem, das nämlich zu dem Zeitpunkt, dem der Drop erscheint. Also ich nenne jetzt mal ein kurzes Beispiel. Sag mit Spalt, Beispiel den normalen Steel Knight oder Captain Steel Knight würde zum Beispiel, sag mit mal um 14.45 Uhr die Lotteriebox droppen. Und dann würde man sozusagen eine Stunde warten, plus minus 5 Minuten, minus 5 Minuten. Und würde dann nämlich exakt eine Stunde oder ein paar Minuten früher, würde man das Item wieder droppen, also so meine ich das. Und wer dann das System durchschaut, der wird das nämlich eiskalt ausnutzen und farmt dann dort bis zum Erbrechen. Deswegen nennt man es auch Betrugsevent. Das heißt, diejenigen, die wissen, wann und wo die droppen, haben den immensen Vorteil, während alle anderen, die nämlich blindlings durchstarren, nämlich absolut leer ausgehen. Und jetzt, da das Level-Up-Event auch nicht läuft, gehen sie noch leerer aus als sonst. Also ich finde einfach das Event, und da muss ich auch Spielstyle zugeben, das Event finde ich einfach nur Schrott. Ja, es mag zwar schön sein, aber es ist einfach schön für diejenigen, die es halt wissen, wann und wo was droppt. Deswegen mag ich es auch nicht so. Ja, früher, ich habe es ja auch gerne gemacht, aber ich mag jetzt auch nicht das stundenlange Farming. Denn ich war auch einer von denen zu den Clockworks-Zeiten, der gerne auf die Lotterieboxen abgefahren ist. Und damit sich ja gerade nicht gerade so wenig bekam, ich glaube, mein absoluter Rekord lag etwas über 300. Aber das lag auch daran, dass ich das System auch durchschaut habe. Ja, ich bin einer dieser 20%, die das System durchschaut haben.
Und wenn es jetzt so ist, dass das Video genau so ist, ich werde nämlich das einmal ein bisschen durchtesten und würde es dann in einem späteren Part dann mal, sagen wir mal so, bestätigen. Also wenn es jetzt wirklich der Fall sein sollte, dass das wirklich so ist, dann sehe ich einfach nur, dass Webzen wieder ihre Arbeit wieder wirklich nicht richtig nachgeht. Eigentlich sollte ja der Secret Drop Events eigentlich random sein. Das heißt zum Beispiel, dass die Mobs, dass jeder Mob zum Beispiel jetzt diese Sachen droppen können, halt dann per Zufall. Sagen wir jetzt mal so, die wertvollsten Items seltener, aber dafür die wertvolleren dafür öfter und nicht nämlich auf Mobs beschränkt. Ja, ist nämlich so. Und das mit dem Steinhack, das war jetzt nämlich nicht gelogen, nämlich... Ich müsste jetzt gerade schauen, ich glaube, der Captain Steel neigt. Oder, Moment. Ja, genau. Captain Steel neigt, Level 56, der droppt zum Beispiel in der Lotteriebox. Das habe ich mal vor... Das habe ich letztes Mal auf... Devo... nein, nicht Devo, sondern auf Clockworks mal einmal festgestellt. Oder zumindest habe ich die meisten Leute gesehen, die dort gefarmt haben. Die haben mir dann alle bestätigt, dass dort die Box gab. Und ehrlich, wenn das System immer noch so ist, dann ist einfach das Event wieder mal für 50% der Spieler einfach nur nutzlos Mist. Erst diejenigen, die wissen, wie es läuft, die haben einen Vorteil. Und diejenigen, die nicht wissen, die sind dann halt wieder die Gearschten. Also es hat eben so, wenn sie dann auch noch den Zeitpunkt der Drops wissen, dann können sie nämlich das gezielt farmen und damit den anderen Spielern die Chance komplett wegnehmen. Es gibt noch andere Mobs, die zum Beispiel die Lotterieboxen droppen, aber ich werde die jetzt auch nicht alle preisgeben. Wäre ja dumm, wenn ich das täte. Also für die Jüngeren habe ich jetzt mal einen kleinen Tipp gegeben, die Level 56er, die könnten droppen. Aber ich weiß nicht dann wann genau. Und es gibt noch, glaube ich, Dutzend andere, vor allem sind in den höheren Gebieten schon welche dabei. Bei den Lowern kenne ich jetzt so gut wie fast gar keine. Die diese Lotteriebox droppen. Und ich glaube im Deutschen heißt sie zum Beispiel nur Volcano Card Box oder Mountain Card Box. Oder Firecard A-Box und so weiter und so fort. Und die Boxen sind es auf jeden Fall im Wert gefarmt zu werden, denn sie könnten ja nicht nur zum Beispiel eben die gebundene Karte haben, die in der Box steht. Nein, sie könnten nämlich auch Upgrades cross-in behalten. Zum Beispiel 30 A-Pros, 30 G-Pros, 30 S-Pros, 30 G-Pros, oder habe ich das schon erwähnt? Oder 20 die grünen S-Amps, die ja nicht stackbar sind. Und deswegen sind die Leute so heiß begehrt auf diese Boxen. Wenn Webzen die nicht abgeschafft hat, weil... Ich habe es jetzt noch nicht gut durchtesten können, weil ich bin jetzt erst gerade angekommen. Und ich glaube, heute kann ich das wahrscheinlich auch nicht ganz durchtesten, da ich ja immer ab 16 Uhr streame. Also normalerweise immer so am Dienstag so ab 16 bis 18 Uhr. Selten mal bis 19 Uhr, letztens habe ich bis 19 Uhr gestreamt, weil ich eine Stunde Fail hatte. Als kleine Entschädigung. Also ich hätte es besser gefunden, wenn sie ein anderes Event eingesetzt hätte, wie zum Beispiel ja das Madrigal Open Air Event, das wäre besser gewesen. Oder halt solche Farm-Events, die dann jeder die gleichen Chancen haben und nicht solche Events, in dem nur ein Teil davon eine Chance haben. Und dann nämlich die Klügeren. Diejenigen, die das Spiel schon in- und auswendig kennen und das System durchschaut haben. Die haben jetzt den immensen Vorteil und die anderen haben einfach dann alle durchgeraten, wenn sie mal Luck haben und herausfinden, wo das droppt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so wisst, wo ihr zum Beispiel die Lotteriebox droppen könnt, notiert sie euch, welche Mobs, welches Level und sagt es absolut niemandem. Nicht mal euren besten Freund. Nicht einmal mir, nicht einmal Spielestyle, nicht einmal den GMs, an niemanden.
dann habt ihr auf jeden Fall schon mal einen kleinen Vorteil für euch. Obwohl der Vorteil halt nicht ganz so groß ist. Aber es ist eben besser, als wenn man es jetzt gar nicht hat. So. Okay. Jetzt müssen wir, glaube ich, zu diesem einen NPC, wenn mich das nicht täuscht. Schauen wir doch das mal in der Questbeschreibung nach. Ja, alle. So, einmal noch kurz detten. Ja, haben wir das. Die Buffs nützen mir halt nicht, solange ich immer noch den Endminus auf dem Talin-Helm habe. Und im momentan kriege ich jetzt auch keine besseren Awakes. Vielleicht werde ich mit dem Nachwiderball versuchen, an den Wagihelm dran zu setzen. Versuche dann noch mehr rauszuholen. Sorry. Ich hatte gerade wieder einen Niesanfall, musste den zuerst mal besänftigen. So, jetzt zur ersten Aufgabe. Na, ersten. Das legit. Die Aufgabe ist es jetzt auf jeden Fall 20 Elderguards zu töten und dann wieder zurückzukehren. Einfach ein langsames Hin und Her. Gehe dorthin, töte so viele, komme zurück, nehme die Belohnung ab, gehe wieder dorthin und kille so und so viel. Einfach so, jede Quest, die sind einfach alle langweilig, aber wenigstens bringen sie ein bisschen was. Wenn man sie dann durch hat, dann muss man halt dann selber schauen, wie man dann ein bisschen leveln kann. Wenn man zum Beispiel jetzt auch keine Amps benutzen möchte. Oder hat. Man benutzen kann. Also ich hätte mich eher über ein anderes Event mehr gefreut als über dieses. Was? Das ist jetzt halt eben so, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, wenn du das schon so gut kennst, wieso farbst du das dann nicht ausgiebig? Sagen wir mal so, ich habe einfach nicht immer Bock, den ganzen Tag nämlich damit mit dem Farm zu verbringen. Im Endeffekt so, ich spiele ein Spiel auch nur, solange ich Farm dran habe. Wenn ich keinen Fun habe, dann war's das. Dann rühre ich es einfach nicht mehr an. Und jetzt geht das jetzt mit Buffen sehr gut. Also so richtig begeistert bin ich jetzt auf diese Secret-Drop-Event auch nicht gerade. Ich werde es einfach mal durchtesten und dann sehen wir mal weiter. Also die Ergebnisse, falls ich dann wirklich ein paar Lotterieboxen kriege, die werde ich natürlich alle mitteilen. Diese Guardians nehme ich jetzt mit. Ich glaube, da macht einer genau dasselbe Reonon-Quest. Lässt gerne die Quests liegen. Aus irgendeinem Grund. Normalerweise sind das halt für Level 60 so bestimmt. Aber egal, wir machen es einfach so, wie wir es können. Ah, jetzt habe ich wieder Awakening Scrolls bekommen, merke ich gerade. Muss ich noch gerade schauen. Kann ich das jetzt machen? Ja, hier. So, das nehme ich mal kurz runter. Die einfach mal öffnen, dann habe ich die Scrolls noch da. Die laufen ja wenigstens nicht davon.
weil normalerweise Items gut aus dem Crasher kommen. Ja, nicht alles, aber mit manchen Power-Ups, die laufen halt einfach davon. Ich weiß, vielleicht brauche ich die irgendwie noch. Also zum Beispiel merke ich jetzt da von dem Secret-Drop-Prinzip hier noch nichts. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich schon irgendjemand auch schon gefarmt habe. Was ihr den einen Drop bewiesen habt. Ach ja, wenn ihr schon farmt, versucht keine Spur zu hinterlassen, wenn möglich. Wenn da die Rich-Kiddies da herausfinden, dass dort was wertvolles droppt, dann werden sie alles versuchen, um euch das Gebiet abzunehmen. Wenn es auch gerade, zum Beispiel jetzt auch nicht gerade auf Fairness-Basis geschieht. Zum Beispiel, wenn es jetzt einfach mal bewusst Leute einfach mal mit diesem Say-Spam einfach rausspammen. Oder einen Mobs klauen. Oder halt einfach so durchschnittlichere. Und zu Secret Drop Prinzip, wenn ich zum Beispiel F56 droppt und dann droppt jedes andere Mob, das auch Level 56 ist, dieselben Items. Also die sind auch Level gebunden. Als kleiner Hinweis, wenn ihr diese farmen möchte, dann müsst ihr auf jeden Fall auch beachten. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt seht, droppen jetzt mal gerade nichts von den besonderen Items, könnt ihr auch die Mobs mal so durchwechseln und mal die anderen probieren und dann notiert euch, was die droppen, was sie droppen. Also wenn jetzt zum Beispiel jetzt auf die Lotterieboxen aus ist, dann macht das jetzt eben so, dann notiert euch einfach die Mobs auf, dem die Boxen droppen und dann merkt ihr diese. Jetzt muss ich bei beiden 20 Eldergards haben, ist das wahr? Können wir das endlich abgeben. Ja, nur nervig, wenn der Leech halt gerade nur das NPC-Flugbord hat, wenn mein Hauptchar nämlich noch die Pink Flying Cloud hat. Ehrlich gesehen könnte ich noch mal eine Cloud kaufen, wenn ich möchte. Wenn ich eine für unter 100 Mio sehe. Und hier diese Teile, die werde ich dann irgendwann mal verkaufen. Ich glaube, ich werde dann nach dem Part noch kurz in die Stadt gehen und verkaufe diese dann auch. Jedenfalls Feedback zu dem Event könnt ihr auch unten in die Kommentare posten, wenn ihr wollt. Wie ist es, wie jedes Event so findet? Spiel ist deine Meinung, brauche ich dich zu fragen. Ich kenne diese schon. Es ist einfach nur Bullshit, sagt vielleicht. Ja, also ich weiß auf jeden Fall von ihm, dass er das Event nicht gerne farmt. War schon immer so und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch immer so sein. Aber wenn es seinen Chester levelt, dann könnte er vielleicht da über ein oder zwei Boxen stolpern. Also, ich zweifle, dass er meine Videos sieht, aber falls du dies doch siehst, hast du mal einen kleinen Hinweis. So. Und jetzt die Small Garbage Spider. Zudem kann ich auch noch kurz eine Info droppen, denn es war nicht immer so, dass man die 20 Small Garbage Spider töten musste. Und zwar war es nämlich früher so. Ab der Stelle hättest du jetzt nämlich nach Darkon 3 gehen müssen und dort nämlich die Dump zu bekämpfen. Und ihr wisst ja, die sind Level 90 plus. Und das dann mit Level 60, das war dann sowas von unmöglich. Zwar nicht ganz unmöglich, wenn man zum Beispiel jemanden hatte, der zum Beispiel getankt hat, konnte man es machen. Also da waren ja Web-Mitarbeiter fair und haben dann entschieden, das einfach rauszunehmen und das dann durch Garbage Spider zu ersetzen. Was ich auch persönlich auf jeden Fall sehr gut finde. Wenn sie jetzt das noch mit den, naja, mit den Carry Bombs auch noch hinkriegen, wäre es auch schöner.
Aber sag mir mal so, so oder so, es ist auch schon gut. Ja, ich werde jetzt noch die 20 Gabbar-Spiders töten, dann müsste ich dann wahrscheinlich den Part auch schon wieder beenden. Und von der anderen Quest habe ich noch einiges vor mir. Also ich habe immer noch ein bisschen Content, den ich liefern kann. Also das heißt jetzt nicht so, dass mir bald Content ausgeht. Also momentan hat jetzt Web10 noch den Hals aus der Schlinge gezogen. Ich werde jetzt weit, ich werde jetzt noch ein bisschen bleiben. Aber ich werde halt nicht sehr aktiv sein, weil die meisten Aktivitäten sind halt jetzt bei diesem Star Wars MMORPG. Weil dort bin ich jetzt am meisten zugange. Vorerst. Aber ansonsten glaube ich, habe ich alles mitgeteilt, was ich mitteilen wollte. Ich hoffe nur, die schaffen es wenigstens so bald wie möglich, das Level-Up-Event auch noch zum Funktionieren zu bringen. Und dass diese dann auch 2 Wochen geht. Weil wenn es jetzt so ist, dass sie es nächste Woche nicht hinkriegen. Die Events gehen ja 2 Wochen. Und dann ja das Secret Drop Event ja aufhört, dass sie dann einfach behaupten, ja, Secret Drop Event ist vorbei, das Level Up Event machen wir jetzt gar nicht mehr. Weil, also das finde ich dann total arschig, wenn sie das dann tun würden. Das ist dann am Ende wieder eine Verarschung für die gesamte Thrift-Community, die zum Beispiel gerne leveln. Weil die Level Up Boxen, die sind ja zum Beispiel für niedrigen Chars, die ja gerade nicht viel haben, nämlich wertvoll. Und wenn das dann einfach nicht aufgespielt wird, nur weil es nicht konnten, das finde ich einfach nur arschig. Also da erwarte ich mindestens von Web10, was es ausspielt, dass das auch 2 Wochen läuft. Egal ob Secret Drop Event dann noch ist oder nicht. Das verlange ich dann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat das Web10 endgültig verkackt. Dann ist das einfach im Endeffekt nur so, sie hatten keinen Bock und so weiter und so fort. Weißt du, was nicht, was schief gelaufen ist, dass das nicht funktioniert hat. Aber bei denen bin ich es mir auch nicht mehr anders gewohnt, bei denen läuft der immer alles schief. Meistens. Also ich hoffe jetzt einfach mal für die anderen Leute aus der Community, dass das Level-Up-Event dann auch wirklich dann funktioniert und dann auch 2 Wochen geht. Wenn nicht, dann ist es einfach nur eine Verarsche. Die reinste Verarsche seit der Schokolade-Eat. Ne, da finde ich das einfach nur hinterlistig und blöd. Und das nächste gescheitere Event, das wird höchstwahrscheinlich erst beim Halloween passieren, nämlich das Halloween-Event. Also für diejenigen, die jetzt beispielsweise ja dieses Event nicht farmen möchten, die können jetzt zum Beispiel auf das Halloween-Event warten. Oder auf das Weihnachts-Event, da kriegt man eine bessere Items und hat dann auch mehr Chancen, da was zu kriegen. Anstatt hier beim Secret Drop Event, wo eigentlich alles nicht auf Glück basiert ist, sondern nämlich auf die Ideologie, wo droppt was und wann. Was da doch wieder komplett random sein soll, da bin ich sogar noch zufrieden. Dann würde ich sagen, gut gemacht. Aber muss das jetzt einmal durchtesten und wenn ich das Signature-Prinzip immer noch erkenne, dann hat einfach Web10 keinen Bock, es umzuprogrammieren. Sie hatten ja jetzt schließlich genug Zeit, es fair für alle zu machen. Naja, aber auf jeden Fall. So. Brauchen wir nur noch 3 und ich kann mich eigentlich auch schon langsam verabschieden. Wir hätten jetzt einfach noch kurz gemeinsam die Quest abgeben. Und schauen, was dann die nächste Quest ist. Aber wahrscheinlich auch nicht allzu viel. Bin mir zwar nicht mehr genau informiert, wie viele es noch sind. Aber auf jeden Fall, ich sage schon mal von meiner Seite Tschüss. Eure Meinungen zu dem Secret Drop Event ab in die Kommentare damit. Die Gründe, wieso ihr gerne Thrift schaut, gerne auch, wenn ihr wollt. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Wann der genau sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Je nachdem, wann ich wieder Lust habe. Weil momentan ist es einfach bei mir so, wenn ich Lust habe, Thrift aufzunehmen, dann nehme ich auf. Und wenn ich keine Lust habe, lasse ich's. Auf jeden Fall von meiner Seite war es das. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.